Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, in den vergangenen Monaten haben wir uns immer wieder mit der Geschichte von Abrahams Familie beschäftigt. Von Isaak bis zu Josef haben wir sie begleitet und dann kam es endlich in Kapitel 45 des ersten Mosebuchs zu einem Happy End in dem Familiendrama. Josef gibt sich seinen ängstlichen Brüdern zu erkennen, alles ist wieder in Ordnung, jedenfalls scheinbar. Nun kommt heute noch der Abschluss und das ist die Sterbeszene des alten Jakob. Solche Szenen, solche letzten Worte von Sterbenden, die einem etwas bedeutet haben, werden ja in der Familie oft genau behalten und auch weitergegeben. Und auf der anderen Seite, für Sterbende ist dieses letzte Treffen mit der Familie oft Anlass zu Rückblick und Ausblick. Was hat mein Leben bisher ausgemacht? Was wird aus meinen Kindern, aus meinem Lebenswerk, aus meiner Firma? Was kann ich noch für die Kinder, für die Firma tun, damit es in Zukunft gut läuft? Segen spielte in der Familie seit Abraham eine wichtige Rolle. Segen, das sind Worte, die wirken, so habe ich als Überschrift für diese Predigt formuliert. Und lade Sie nun zu einem kleinen Experiment ein. Ich bitte Sie für ein paar Augenblicke die Augen zu schließen und mich auf eine Zeitreise zu begleiten, fast 4000 Jahre zurück in die Zeit von Josef, seinen Brüdern und Jakob. Wir stehen am Fenster von Josefs Palast irgendwo dort im Nildelta. Wenn wir aus dem Fenster hinausschauen, dann sehen wir vor unserem geistigen Auge einen wunderschön angelegten grünen Park mit üppiger Vegetation, mit Teichen, Kanälen, Springbrunnen, Palmen. Und wir sehen Diener, die herumlaufen, das Laub wegfegen und einige andere Dinge erledigen. Wir drehen uns um und schauen in dieses große Zimmer hinein. Wir sehen die großen Gefäße mit Wasser, das Kühlung bringt und Luftfeuchtigkeit. Und wir sehen in einer Ecke ein Bett mit einem alten Mann darauf, Jakob. 147 Jahre ist er nun. Ich bin gerade mal 68, knapp die Hälfte. Eltern möchten immer gerne mit allen ihren Kindern zusammen sein, auch wenn sich die Kinder gar nicht unbedingt so grün sind. Und deshalb hat Jakob seine Söhne noch einmal zusammengerufen. In dem Raum steht also nicht nur das Bett und vielleicht ein Tisch, sondern da stehen auch die 12 Männer, schauen ein bisschen skeptisch, sicher anteilnehmend auf ihren alten Vater. Was will der Alte von uns? Was kommt jetzt noch in diesen letzten Stunden seines Lebens? Sie dürfen die Augen wieder öffnen. Jakobs Segen über seine Söhne, so steht in vielen Bibeln über diesen Bibelabschnitt in 1. Mose 49. Wenn wir den Text genauer anschauen, merken wir bald, es ist eigentlich weniger Segen als mehr Charakterbild der Einzelnen und Ausblick, was mit ihnen und ihren Nachkommen in der Zukunft noch sein wird. Dann berief Jakob, so heißt es in Kapitel 49, seine Söhne und sagte, versammelt euch, damit ich euch das verkünde, was euch in künftigen Tagen widerfahren wird. Dies
So heißt es dann am Ende des Abschnitts, dies sind die 12 Stämme Israels insgesamt und dies ist es, was ihr Vater zu ihnen geredet und womit er sie gesegnet hat, einen jeden mit einem besonderen Segen. Drei Punkte wollen wir miteinander überlegen. Segen gibt Anteil an Gottes Reichtum. Segen zweitens ist Gabe und Aufgabe und drittens Segen gibt es auch für uns. Der erste Gedanke, Anteil an Gottes Reichtum. Bevor wir uns auf den Weg machen, müssen wir unseren Rucksack, den wir so geistig in unserem Kopf mit herumtragen, ein bisschen leeren. Wir müssen überlegen, was ist Segen nicht? Er ist kein rundum sorglos Paket. So nach dem Motto, bist du gesegnet, dann kann dir nichts mehr passieren, dann geht es dir immer gut. Segen ist keine Imprägnierung, so wie wir den Holzboden imprägnieren, damit kein Wasser eindringen kann. Keine Schutzimpfung, von der im Moment so viel die Rede ist, die uns vor einer Krankheit schützt. Und auf der anderen Seite, Segen ist auch kein Blankoscheck, mit dem wir uns alles kaufen könnten, was wir wollten. Segen kein rundum sorglos Paket. Ich habe am Anfang ein Foto von einem reifen Getreidefeld gezeigt und wollte damit ausdrücken, Segen, das ist mehr. Nicht Mangel, sondern Fülle und Überfluss aus dem Reichtum Gottes. Besonders im Alten Testament steht die äußere Seite des Segens im Vordergrund. Segen, das sehen wir an den Erzvätern, an den Königen zum Beispiel. Segen bringt fruchtbare Äcker und Herden. Segen bringt Kinderreichtum. Er bringt Ansehen und Macht. Er bringt Siege und Erfolge. Das Äußerliche, das Materielle drängt stark nach vorne. Aber wir fragen, Segen, das sind doch nur Worte. Da ist unser typisch deutsches Denken in dem auf Goethe zurückgehenden Satz gut zusammengefasst. Wir denken, Worte sind Schall und Rauch. Also nichts Greifbares, nichts Richtiges, nichts Festes. Das hört man und weg ist es. In der Bibel wird Segen, werden auch Worte so gerade nicht verstanden. Das hebräische Wort dabar bedeutet erstens Wort, richtig. Aber dasselbe Wort bedeutet auch eine Sache, einen Gegenstand. Und drittens, es bedeutet ein Ereignis, das passiert ist. Also, Segen, Worte, die es mit Fakten zu tun haben, nicht mit Fakes. Worte, die wirken, nicht einfach, weil sie rezitiert werden, sondern weil Gott hinter ihnen steht. Ich sage Ihnen ein Beispiel aus unserer Zeit. Alle Urteile in unseren Gerichten werden im Namen des Volkes gesprochen. Das ist ein Urteilsspruch, das sind ein paar Sätze, Worte. Aber doch Sätze, Worte, die das Leben des Angeklagten verändern. Er kann dann als freier Mann nach Hause gehen oder er wandert unter Umständen ins Gefängnis. Warum ist es so? Warum sind diese Worte so wirksam? Weil hinter ihnen die gesammelte Macht des ganzen Volkes steht. 80 Millionen Menschen müssten dafür sorgen, dass das Wort des Richters durchgesetzt wird. Worte. Im Neuen Testament kommt ein Punkt verstärkend hinzu und ein Kontrapunkt kommt dazu. Das Verstärkende,
An der Stelle, wo Gott den Priestern in Israel damals gebietet, das Volk zu segnen, heißt es, sie sollen meinen Namen auf die Israeliten legen. Und das bedeutet wiederum, sie sollen das Volk und jeden Einzelnen unter Gottes Herrschaft stellen. Der Name ist ja nicht einfach nur dahingesprochen, sondern wenn jemand auf den Namen von einem anderen angesprochen wird, dann heißt das, das ist der, der das Sagen über ihn hat. Sie werden unter Gottes Herrschaft gestellt. Unser deutsches Fremdwort aus dem Lateinischen segnen kommt eigentlich von dem kirchenlateinischen Ausdruck, entschuldigen Sie, signo crucis signare, das heißt wörtlich übersetzt, mit dem Zeichen des Kreuzes bezeichnen. Das ist sowas wie ein Besitzmerkmal. In der Antike wurde ein Sklave, wenn er verkauft wurde, mit dem Zeichen, vielleicht mit den Anfangsbuchstaben seines neuen Herrn, auf der Hand bezeichnet. Das war ein Tattoo. Das konnte man nicht einfach abwaschen. Das trug er mit sich herum und konnte jederzeit sehen, aha, dem gehöre ich, und konnte andererseits aber auch nicht einfach weglaufen, denn jeder konnte sehen, ah, das ist ein Sklave. Also, das Kreuzzeichen, das wir zum Beispiel auf die Stirn eines Täuflings zeichnen, hat die Bedeutung, dieses Kind, dieser Mensch soll jetzt Gott gehören. Das ist das Verstärkende, dass der Segen legt den Namen Gottes auf einen Menschen und nimmt ihn für Gott in Anspruch. Der Kontrapunkt: Das Kreuz ist für uns heute ja oft nur ein Halskettchen oder ein Wandschmuck, den wir im Wohnzimmer haben. Wir machen uns dabei oft nicht klar, es ist eigentlich ja ein Hinrichtungsgerät, so wie der Galgen oder die Guillotine oder der elektrische Stuhl. Das Kreuz, ein Hinrichtungsgerät. Wenn wir segnen, wenn wir uns segnen lassen, setzt das die Inanspruchnahme durch den Gekreuzigten voraus. Wir beziehen uns auf Christus, der am Kreuz gestorben ist. Gott segnet, was er fördern will. Man könnte sagen, Segen, das ist Gottes aktives Ja zu einem Menschen. Zweiter Punkt, Gabe und Aufgabe. Wir schauen ein bisschen auf die Söhne. Wir können sie leider nicht alle miteinander behandeln, aber ein paar können wir doch anschauen. Segen ist Bewegung und Veränderung. Das sehen wir schon bei Abraham. Abraham spricht Gott an, er segnet ihn, er soll ein Segen für die ganze Welt, für alle Völker werden, und er sendet ihn nach Kanaan, das Land, das er ihm geben will. Also nicht da bleiben, wo du Gesegneter jetzt bist und es dir gut gehen lassen, sondern ein Weg beginnt. Genauso bei Jakob. Als Isaak ihn gesegnet hat, da macht er sich auf den Weg. Der Jakob, er flieht, weil er durch seinen Bruder Esau bedroht wird. Und im Neuen Testament heißt es, es geschah, als Jesus seine Jünger segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel und hatte ihnen vorher noch den Missionsbefehl mit auf den Weg gegeben: Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Also, Segen setzt in Bewegung. Und jetzt schauen wir auf den Ruben, den ältesten Sohn. Jakob sagt zu ihm: Du Ruben, du bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, bevorzugt an Würde und bevorzugt an Macht. Doch
überwallend wie Wasser sollst du keinen Vorzug genießen. Denn du hast deines Vaters Lager bestiegen, damals hast du es entweiht, mein Bett hat er bestiegen. Der alte Jakob spielt da auf eine Szene an, die in Rubens Leben nicht gerade vorteilhaft wirkt. Ruben hatte nämlich eine Affäre mit der Nebenfrau seines Vaters, mit Bilha. Und was wir daraus lernen, ist, Segen stärkt und rüstet aus, aber er lässt uns Menschen auch die Freiheit, sie zu missbrauchen. Ich möchte Ihnen das an einem kleinen Exkurs, an einem kleinen Beispiel deutlich machen. Der erste Segen für die Menschen in der Bibel in 1. Mose 1, 28 lautet: Gott segnete die Menschen dann mit den Worten: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde an und macht sie euch untertan und so weiter. Das bedeutet, der Segen Gottes über Mann und Frau ist zunächst einmal mit der Reproduktion, wie wir heute so technisch sagen, verbunden. Das heißt, die Menschen sollen sich fortpflanzen. Adam und Eva sollen nicht die einzigen bleiben. Und dazu segnet Gott sie, er gibt ihnen die Fähigkeit der Fruchtbarkeit und das ist nun wichtig, indem er sie segnet, legt er in sie hinein auch diesen Magnetismus, diese seltsame Anziehungskraft zwischen Mann und Frau, dass sie sich zueinander hingezogen fühlen, da könnte man jetzt sehr viel dazu sagen. Gäbe es das nicht, dann wären Adam und Eva die einzigen Menschen geblieben. Also Gott segnet, sie sollen fruchtbar sein, sich mehren, sie sollen zusammenkommen und Kinder sollen entstehen. Aber in dieser Gabe Gottes, in diesem Segen Gottes, ist auch eine Verantwortung, eine Aufgabe für uns Menschen enthalten, die betrifft jetzt vor allem zunächst das Thema Sexualität, nämlich, dass wir verantwortlich damit umgehen, dass wir es nicht missbrauchen, so wie Ruben die Freiheit damals missbraucht hat. Die Attraktion der Geschlechter hat ihren Ursprung in diesem Segen Gottes und wir müssen damit umgehen können. Ich überspringe jetzt einiges und fasse nur kurz zusammen. Wenn man die Söhne durchgeht, Sie können das zu Hause einmal durchlesen, dann sehen Sie, Gott segnet nicht nur Menschen, die vorbildhaft sind, von sich aus schon, sondern Jakob segnet Leute, die ganz eigene Wege gegangen sind. Und gesegnet werden bedeutet nicht zwangsläufig, dass aus einem etwas im Sinne des Segens wird. Denken Sie an Ruben, denken Sie an Juda, an Simeon, an Levi und manche anderen. So ist das. Gottes Segen ist nicht einfach ein Rundum-Sorglos-Paket. Und nun nutzt der alte Jakob die Chance, in seiner Zukunftsschau und seinem Segen ein paar Dinge zurechtzurücken. Zwei. Das erste, er sagt, nicht Ruben, der zuerst Geborene, und auch nicht die Söhne seiner Lieblingsfrau Rahel, nämlich Josef und Benjamin, sie sollen nicht die Protagonisten des Segens werden, also die Frontleute, die den Segen Gottes durch die Welt tragen. Gott hält sich seine Wege offen. Und der zweite Punkt, den Jakob zurechtrückt, erfüllt Josefs erfüllten Traum weiter. Sie erinnern sich,
Josef als Jugendlicher hatte geträumt, dass sich seine Eltern und seine 11 Brüder vor ihm verneigen, ein Zeichen der Verehrung, der Würde und auch der Macht. Und Jakob sagt nun, nein, nein, sondern Juda ist der, vor dem sich alle beugen sollen. Juda. Der Segen über Juda. Ich lese nur auszugsweise vor. Juda, du bist's, den deine Brüder preisen werden. Vor dir werden sich verbeugen die Söhne deines Vaters. Nicht wird das Zepter von Juda weichen, bis der kommt, dem der Herrscherstab gebührt, und die Völker werden ihm Gehorsam leisten. Das heißt, jetzt rückt Juda an die Stelle des Erstgeborenen auf. Und der spätere Königsstamm, aus dem David kam, später aus dem Jesus kam, war ja auch der Stamm Juda. Die Segenslinie von Abraham her läuft über Juda und sie läuft auf Jesus zu. Levi. Levi war beteiligt an einem Massaker, einer üblen Geschichte in Sichem, und trotzdem wird er zum Priesterstamm werden. Denn in kritischer Lage später in der Wüste haben sich die Leviten ganz stark als Gottes Werkzeuge eingesetzt. So ist das. Gott führt manchmal die Wege anders, als man zunächst denken sollte. Drittens und letztens, auch für uns ist Gottes Segen da. Am Ende dieses Treffens am Sterbebett in dem schönen Raum im Palast in Ägypten gibt es keine Reaktion der Brüder. Wenn Sie weiterlesen, lesen Sie, Josef wirft sich über seinen Vater, aber das ist etwas anderes. Die anderen sind still. Und wir als Christen, die wir das Alte Testament lesen, fragen uns, wo finden wir in diesem alttestamentlichen Text, in diesen charakterisierenden, die Zukunft in den Blick nehmenden Segensworten, wo finden wir das Evangelium? Wo finden wir den Gekreuzigten, Jesus Christus? Wir finden ihn vor allem in der Vorhersage für Juda. Juda, du bist das. Und wo sehen wir in den Spiegel? Das ist ja die seelsorgliche Frage an die Texte. Wo schauen wir in den Spiegel in diesem Text? Und wir fragen uns dann, wenn wir die Söhne Jakobs so im Kopf haben, wo gibt es eigentlich Spuren des Segens in meinem Leben? Wir haben vorher ein kleines Beispiel dafür gehört. Und lebe ich eigentlich so, dass Gott mich unterstützen kann und will? Segen hat es immer mit Gottes Menschensuche zu tun. Deshalb steht, so wie ein Fremdkörper, mitten in den Segenssprüchen über die Söhne, mitten im Spruch über den Stamm Dan, dieser Satz: Auf dein Heil harre ich, Herr. Wir fragen uns, was soll das? Wenn Sie den Zusammenhang lesen, werden Sie sehen, das ist schwer zu sagen. Was soll das? Ich möchte sagen, es ist einfach ein Pfahl Gottes, den er mitten hineinrammt in die Geschichte dieser Familie, des Volkes Israel, dann der Kirche, vielleicht der ganzen Welt. In dem hebräischen Wort Heil steckt nämlich der Name Jesus drin. Die Frage nach dem Heil der Menschen ist von Abraham an im Blick. Gemeint ist, wie können der Schöpfer und die Geschöpfe nach dem Sündenfall und trotz unserer vielen Sündenfälle heute, wie können der Schöpfer und die Geschöpfe wieder zusammenkommen? Das Alte Testament ist eine Zeit angestrengten Wartens. Als Christen sagen wir,
In Jesus Christus, in dem Gekreuzigten, ist das erfüllt worden. Der Segen Gottes läuft auf das Kreuz zu. Wir hätten Segen gerne objektiv, objektiviert, so, dass alle ihn sehen können. Aha, das ist ein Christ, das ist eine Christin, daran sieht man's. Wir hätten gerne, dass es für alle nachvollziehbar und unabweisbar feststehen würde. Nach dem Motto, die Wissenschaft hat ja festgestellt. Aber liebe Schwestern und Brüder, das wäre nicht mehr Glaube. Das wäre nicht mehr Vertrauen auf Gott, auch gegen den Augenschein, der ganz anders aussehen kann. Die Urgemeinde wurde von den anderen die Armen genannt. Nicht die Reichen, die Überfluss haben, weil Gottes Segen auf ihnen ruht, sondern die Armen. Und Paulus berichtet an mehreren Stellen von dem, was er als gesegneter und gesandter Apostel erlebt hat. Steinigung, geprügelt wurde er, Schiffbruch hat er erlitten, musste fliehen und. Segen ist nicht objektivierbar. Die reformierte Theologie, das heißt die Theologie, die in der Reformationszeit vor allem in der Schweiz, in Frankreich, in den Niederlanden entstanden ist und dann heute vor allem auch in Amerika eine große Rolle spielt, sieht das ein bisschen anders. Sie kennt etwas und verzeihen Sie nochmal das Lateinische, sie kennt den Elenchus Practicus, das heißt übersetzt den praktischen Beweis dafür, dass einer ein Christ ist. Und sie sagt, an Wohlstand und an der Gesundheit wird das sichtbar, wer gesegnet ist. Aber Gott, der segnet und der zuverlässig ist, ist nicht berechenbar. Das ist für uns das Schwierige an ihm. Deshalb, wenn Gott dich beschenkt hat, sei dankbar darüber. Freu dich daran und geh verantwortlich damit um. Häng nicht dein Herz dran. Segen ist konzentrierte Fürbitte für einen Menschen. Wir haben die Entwicklung vom Alten zum Neuen Testament gesehen, vom mehr äußerlichen Blick zum geistlichen Blick. Ich selbst als Pfarrer habe in den 40 Dienstjahren unendlich viele Kinder getauft, Jugendliche konfirmiert, Paare getraut, Sterbende gesegnet und dabei immer oder meist ein Kreuz auf ihre Stirn gezeichnet. Und ich frage mich manchmal, was ist eigentlich aus ihnen geworden? Was hat ihnen dieser Segen, der von mir aus jedenfalls sehr ernst gemeint war und von Gott aus auch, was hat er ihnen gebracht? Was haben sie daraus gemacht? Gottes Segen lässt sich nicht erzwingen. Wir bleiben freie Menschen. Gott will, dass wir ihm gerne folgen. Gottes Segen, aktives Ja zu dem, was Gesegnete tun. Ich möchte beten. Herr, unser Gott, ja, wir hätten gerne das Sichtbare, das Greifbare, wo alle sagen müssen, ja, so ist es im Leben dieses Menschen. Und du gibst uns das nicht. Du erwartest von uns Vertrauen. Du willst, dass wir Schritte mit dir gehen und uns darauf verlassen, dass du da bist. Nicht immer spürbar, aber doch da. Wir bitten dich, gib uns die Kraft, die wir dazu brauchen. Gib uns deinen Heiligen Geist. Gib uns den Blick auf das Kreuz deines Sohnes. Auch in dieser neuen Woche. Amen.